Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie eine der Preisträgerinnen des Jahres 2007, Hanna Herzsprung. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Was diese drei Nominierten in ihren Rollen durchmachen, ist definitiv nichts für zarte Seelen. Ein sanfter Bankangestellter kommt durch einen grotesken Unfall ums Leben und reist fortan als Leiche durchs Land. Ein heruntergekommener Physikprofessor kämpft mit den Tücken von Hartz IV, einer gescheiterten Ehe und einem Alkoholproblem. Ein stiller Schüler gerät in den lebensgefährlichen Sog der totalitären Welle. Aber auch gröbste Schicksalsschläge hindern diese drei großartigen Schauspieler in keiner Sekunde daran, ihre Rollen ohne den geringsten Anflug von falscher Sentimentalität zu spielen. Gratuliere. Hier sind die Nominierten für beste männliche Nebenrolle. Ich bin so froh, dass ihr geblieben seid. Das waren echt schöne Tage mit euch. Letztes Jahr war ich noch mit Bicky hier. Einen Monat später ist sie dann am Ellenbogen ertrunken. Aufwachen! Na, wenn ich mal tot bin, dann möchte ich auch eine Seebestattung. Was, wenn wir ihn nach Sylt bringen und ihm seinen Wunsch erfüllen, ne? Sieht furchtbar aus. Kopf hoch, Hansen. Bisschen frostig, ihr Lächeln. Sie müssen mir nichts vorspielen. Er ist wie neu. Warum kommen Sie erst jetzt? Ist das ein Verhör? Haben Sie denn schon eine Flatrate für Ihr Auto? Ich fahre Rad. Kommst du mit essen? Ja, gleich. Es dauert nicht lange. Wissen Sie, wie lange ich da draußen gewartet habe? Ja, das weiß ich. Wir haben gesagt, wir brauchen Abstand. Du hast das gesagt. Ich nicht. So geht man nicht mit Menschen um. Verstehen Sie das? Ich bin Dr. Kurt Wellinek. Ich bin Physiker. Ich bin hier, weil ich Arbeit will. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Sehr gut, Tim. Unsere Antwort muss immer kurz und knapp sein. Sehr schön. Und warum hältst du dich da nicht daran? Die Welle lebt. Die ist nicht tot. Die Welle lebt. Das ist doch nur eine Gaspistole. Aufgeregt. Die Lola für beste männliche Nebenrolle geht an Frederik Lau in dem Film Die Welle. Hallo, hallo. Erstmal denke ich, danke ich natürlich. Es tut mir leid, ich bin so. Also mein eigentlicher Dank gilt eigentlich an meinen ganzen Schauspielkollegen, an die Crew, an meinen Regisseur, der mich da echt durchgebracht hat und denen ich echt viel zu verdanken habe. Und der andere Dank geht an die ganzen Leute, die mich begleitet haben, wo ich einfach sagen kann, ich habe von denen viel gelernt und die haben mich echt gut aufgenommen und die ganze Branche, das ist für mich sozusagen, also das macht mir alles Spaß. Und ja, das freut mich sehr, also wirklich, ich bin sehr, sehr stolz und ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll, also Dankeschön.